dort ist es, das Tal. Im Regen eingehüllt, stürmt es voran. Wenigstens tritt das Wasser nicht über die Ufer. Ist ja momentan ein Riesenproblem hier. Bei mir in der Gegend auch. Ja. Aber widmen wir uns lieber etwas fröhlicherem. Foundation. Einem sehr schönen Spiel. Das kann ich mal wieder sagen. Seht euch mal diese wunderschönen Kirchen an. Sankt Franz. Die beste Geschichte. Ach so, wir bauen ja den Turm und wir bauen die Mine. Die Mine ist aber schon fertig. Ne, das ist noch nicht fertig. Fehlen noch gar nichts. Fehlen nur Baumeister. Die müssen es fertig bauen. Und dann kann es weitergehen. Ich mache nochmal die Musik lauter. Ich vermisse sie doch. Sie ist doch so schön. Ach, die Brücke ist fertig. Guck mal. Holzbrücke. Das ist die, oh, jetzt schwer. Die Helga-Brücke. Helga-Brück. Das ist Helga. Nee, nicht Hegerbrück. Helga. Aber Helga geht ja auch. Helga-Brück. Ich wollte mal Enter drücken. Helga-Brück. Die beste Brücke im ganzen Südfeld. Wir könnten das auch roten. Wie wär's? Meine, die Ausbeutung können wir wieder ausmachen mal gerade. Sekunde. Weil wir haben ja genug Holz. Machen wir generell mal ein bisschen, oder? Ja, Leute, danke schön fürs Zugucken. Ich sag's normalerweise nicht so oft. Vielleicht, wenn ihr regelmäßig guckt, ne? Kann es schon vorkommen, dass ich oft sage. Aber nicht vergessen, Leute, abonnieren, Videos zu Ende schauen, kommentieren und einen Daumen da lassen, wenn ihr dem Kanal helfen wollt. Ist das die beste Möglichkeit, um mir zu helfen, den Kanal zur Größe zu bringen, zu erfolgreichem Wachstum, oh Mist, das und Ansehen in der Weltgemeinschaft. Dann werde ich irgendwann Präsident, ich meine Kanzler, obwohl Präsident ja eigentlich schöner klingt. Präsident. Ich gründe ein Imperium und so. Bin ich jetzt zu weit gegangen? Aber man muss ja Träume haben. So ein paar. So ein bisschen träumen darf man noch wohl. Okay. Warte, ich muss mal hier meinen Popschutz höher machen. So. Okay. Wir haben 13 Arbeitslose. Das ist krass. Komm, wir gucken mal gerade, ob wir die irgendwo einordnen können. Bildhauerwerkstatt. Ach, jetzt habe ich es gefunden. Baubüro. Soldaten, das ist ja noch nicht Thema. Krass, so viel Arbeitslose. Wir müssen... Ich habe eine Idee. Wir gründen ein Büro für Arbeitslose, die jedes Mal, die in irgendwelche bescheuerten Maßnahmen stecken und dann so tun, als wenn sie als Arbeit gelten würden. Ja? Und dann können wir die Zahlen schön. Das wäre was. Stellt euch vor. So. Ich wollte noch ein Fischdings machen. Ne, da haben wir immer noch genug. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Da haben wir noch Wasser. Da haben wir Wasser, da haben wir Wasser, da haben wir Wasser, da haben wir Wasser. Haben wir hier eigentlich Wasser? Da ist Wasser. Ja, wie gesagt, die sollen da rüber gehen, fällen. Dann haben wir das erledigt. Hier wird gebaut. Und das ist halt ein bisschen weiter weg. Aber wenn wir hier eine kleine Wohnsiedlung bauen, mit einem kleinen Markt, einer kleinen Kapelle und einem Wasserdingens, müsste das doch theoretisch reichen, oder? Aber das Problem ist, ich könnte es auch hier oben hinbauen. Alter, das wär's doch, oder? Warte, was machen wir auch? Das machen wir glatt. Müssen wir irgendwie was Neues machen. So. So. Bauen. Und einen kleinen Markt, ne? Ich glaube, der Markt ist auch immer wichtig. Die müssen ja irgendwo essen.
Aber die sollen ja auch keine artigen Superreichbürger hin. Aber die Möglichkeit besteht, dass die hier hinziehen. Ja? Also machen wir das jetzt. Marktplatz. Gut, das ist dann natürlich doof, aber dafür sind die ja da. Markt. Ein Mark. Hier, das kommt beim Brunnen hin, würde ich sagen. So, wir brauchen Fisch, Brot, Beeren. Fisch, Brot, Beeren. Dann machen wir auch mal einen Warenstand rein. Für Kleidung. Und ein Luxusgüterstand. Nee, brauchen wir nicht. Das bleibt erstmal so. Das können wir gleich noch ändern. Hauptsache, es wird mal. Obwohl, was soll's. Es ist doch wichtig. Nahrung. Schade, dass es nicht irgendwie so ein Fischsymbol drauf gibt oder so. So, und dann wird das noch zum Wohngebiet. Wenn überhaupt noch Platz ist. Na, vielleicht bauen sie ja hier ein paar Häuser. Ich weiß ja nicht. Wir werden es sehen. Cool, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Komm, wir machen wieder schneller, damit auch mal hier ein bisschen... Guck mal, hier haben wir noch Platz zum Bauen. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ist halt immer noch am Regnen. Das ist echt scheiße. Oh, das ist überhaupt nicht gut. Wie lange regnet es denn noch? Scheibenkleister. Das ist echt ein Problem. Achso, der Vogt hat was zu tun. Mensch mit der. Achso, Audienz. Da gibt es aber kein Geld bei den blöden Mönchen. Sire! Machen wir mal was für den König, oder? Haben wir noch. Wir haben keine 50 Bretter. Lol. Habe ich das ausgestellt? Nee, habe ich nicht. Gut, da müssen wir jetzt mal warten. 60 Tage, das wird ja wohl hinhauen. Ich glaube, wir können nichts weiter machen als warten und hoffen, dass das jetzt bald vorbeigeht. Null Bewohner. Wir verkaufen aber Brot, ne? Verkaufen wir auch hier Brot? Ja, tun wir. 50. Gewöhnliche Kleidung wird verkauft. Da müssen wir jetzt mal gerade nach hier gucken. Da ist auch alles gut, ist auch alles aufgefüllt. Ja, das kostet jetzt alles natürlich tonnenweise Bretter. Ja, krass. Die Mine ist in Betrieb. Das ist gut. Krass, guck mal. Das ist dann, das ist das Waltertal, ist die Hauptstadt. Dann ist das, Oberwalter. Nee, das ist, hier wohnt doch, Sankt Walter wohnt da oben. Doch, doch, doch. Aber, nee, das ist ja der Pieselbach, aber... Oberpiesel ist das hier oben. Das ist Oberpiesel. Und dann kommt hier unten ein Dorf hin, das heißt dann Unterpiesel. So heißt die doch. Ist doch immer so in Deutschland, oder? Oder Schoss, oder Tal, oder Bergen, oder... Oven. Aber ist ja eigentlich eher sowas Holländisches. Aber ich hoffe, das mit dem Regen hört man bald auf. Wie das Ding schwebt, da raste ich aus. Aber krass, was mit den Brettern. Vielleicht müssen wir doch noch mehr Sägewerke einbauen. Wir haben ja Leute. Aber das Sägewerk jetzt zu bauen, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Wir machen mal Fokus auf das Gebäude, damit das fertig ist. Krass, wir hatten immer so viele Bretter. Ach, warte, ich verkaufe die doch auch, oder? Schafsstatue gebaut. Ich bin stolz. Stimmt, wir haben ja den Statuenlappen eingestellt. Oder wie auch immer der hieß. Ein Statue. Bildhauer. Entschuldigung. Irgendwie so. Ich bin der Beste. Wir lassen alles mal anhäufen. Obwohl, wir müssen was verkaufen. Kleidung muss verkauft werden. Von Kleidung haben wir auch sehr viel übrig. Bessere Tage kommen. Schaut, das schlechte Wetter ist vorüber. Oh, Gott sei Dank.
Normales Holz kann man verkaufen, Bretter nicht. Steine können verkauft werden, Steinblöcke können verkauft werden. Werkzeuge müssen gekauft werden, noch. Ist aber dann bald nicht mehr so wichtig. Das macht uns halt auch mal arm. Los, arbeitet! Wie gesagt, ich glaube, ich werde ein Dorf gründen für Schäfer und so. Wenn das jetzt funktioniert, können wir unsere Industrie wirklich viel besser machen. Zum Beispiel Korn und Mehl. Selbst die beiden Produktionsstätten könnten wir verbessern, obwohl es natürlich besser aussieht, wenn wir das hier alles zu unserer Korn-Dingens machen würden. Aber unsere Stadt wächst, deswegen ist es besser, wenn wir die irgendwie das Korn vielleicht hierhin verlegen und die Stadt hierhin ausbauen dürfen. Aber wir werden sehen. Da wird schon gearbeitet. Guck mal, es funktioniert. Geil. Jetzt brauchen wir noch eine Schmelze und so. Jetzt müssen wir trotzdem erstmal warten. Ach stimmt, da haben wir ja... Da müssen wir keinen einstellen. Es ist nur ein Lager. Bretter steigen wieder, aber irgendwie... will da keiner was hinbringen. Zwei Bewohner! Wir haben doch... wir haben schon genug Bewohner. Okay. Ja, aber die Zufriedenheit ist super. Also da können wir nicht motzen. Das haben wir gut gemacht. Oh, ich muss ein Bild von der Schafstatue machen. Sekunde. Ach, jetzt hab ich... Tut mir leid, ich spiele gerade 4 Spiele. Und UI ausblenden ist bei allen anders. Und, Alter, meine Güte. Steuerung U. Die schönste Statue der Welt. Mäh. Hier ruht Mäh. Das Gründerschaf. Kam zusammen mit Archie, Walter und Franz über das, über die Piesel, die Großpiesel. Wie hab ich den mal? Ne, wie hab ich den jetzt nochmal genannt? Der Franzbach, ne? Und das ist die Piesel. Genau, so war das doch. Weil der Franz, das gerudert ist. Und, der Archie reingepieselt hat. Oder, ne, war das Walter? Oh Mann, meine Geschichte nimmt immer mehr Ausmaße an. Der heilige Sankt Walter pieselte mit seinem gottesgeschenkigen Penis in den Pieselbach. Damals noch nicht den Namen trug. Okay. Warte, ich muss hier oben mal ein neues Dorf entstehen. Aber das ist ja so der neue Markt. Neumarkt. Die Mine muss mal gedingst werden. Minenbetrieb. Hat auch was, oder? Minen sind mal ganz toll, ne? Minen oder auch Stau. Wenn man City Skylines spielt und ein Bild von seinem Stau macht mit Autos, direkt dreimal so viel Klicks wie sonst. Krass, oder? Die Leute stehen auf Stau, ich weiß auch nicht. Deutsche. Musst du Trecker fahren, das reicht schon. Ne? So sind wir eben. Wir hassen Stau. Wir lieben Stau und auf Autobahnen, ne? Deswegen, ich weiß auch nicht. So, Bären, hoffentlich geht das jetzt hoch, sonst müssen wir jetzt nochmal bauen. Die Frage ist, wie viele Sammler kann man pro Ding jetzt nehmen? Jetzt haben wir hier 3 Sammler und 4 Büsche. Vielleicht lassen wir es so. Dann gehen wir jetzt hier hinten nochmal 2 Sammler machen, weil wir haben ja genug Arbeitslose. Weil das darf nicht weniger werden. Oder machen wir noch einen Sammler? Wir gucken mal. Machen wir erstmal einen hier hin. Das ist zwar ein bisschen weit, aber so weit noch gar nicht. Ah, das haben wir geschafft. Ja, da war ja was Mist. Haben wir die... Das waren noch keine 60 Tage, oder? Oh, haben wir die Quest... Da. Ach, Gott sei Dank. Militärmission verfügbar. Ich versammle meine Truppen und setze sie gleich in Marsch. Lass mich darüber nachdenken. Nein, meine Soldaten dienen nur mir. Ich muss darüber nachdenken. Oh, das ist jetzt natürlich doof. Wir haben nämlich gar keine Soldaten. Machen wir mal 5 Soldaten. So. Dann die trainieren auch da. Guck mal, wie die aussehen. Cool. Jetzt sehen die mal richtig wie Soldaten aus. Die haben auch gar keine Waffen. Wir haben gar keine Waffen. Die hauen mit Fäusten drauf. Super. Entsende Soldaten. Aber wie?
Wie können wir die jetzt auf Militärmission schicken? Liste der Schlachten. Ah, krass. Truppen bereit machen. Adetta, Elvira, Emisa, Fulcart und Marsibilia. Erfolgschancen unmöglich. Waffen? Oh, wir haben sogar Waffen. Hoch! Truppen entsenden! Och, das ist cool. Los, meine Treuen! Seht ihr das? Es sind Walter-Truppen vom Waltertal. Passt auf, Männer. Die Elite kämpft gegen uns. Aber die Helme sehen irgendwie aus wie weiß-blaue Hüte, oder? Anstelle wie Helme. Ach, die gehen nochmal trinken. Das ist aber löblich. Jetzt marschieren sie los. Geil, davon muss ich unbedingt einen Screenshot machen. Die treuen Soldaten! Meine tapferen Soldaten! Oh, Entschuldigung. Ach, das ist auch Schnelligkeit machen. Das ist natürlich doof. Da marschieren sie hin. Sie marschieren in den Krieg. Kommen sie wieder. Guck mal, wie fröhlich sie sind. Müssen noch ein bisschen singen. Okay, das ist gut. Cool, jetzt haben wir das. Natürlich immer noch blöd mit den Bäumen hier. Die sollten sie eigentlich noch fällen. Ah, die Aufforstung kann ich hier weiter betreiben. Marktplatz gebaut. Ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo die blöd langlaufen, kann ich sagen, verbotenes Land. Ah, guck mal hier, jetzt müssen wir hier mal gerade Leute einstellen. Ah, jetzt haben wir natürlich zu wenig, ne? So. Ein Bewohner. Aha, siehst du, geht doch. Dann haben wir den auch noch. Sehr gut, dann ist der Markt besetzt und dann können die Leute mal hier hinziehen. Ich überlege, ob ich jetzt hier noch die Bäume fälle. Könnte man eigentlich mal machen, oder? Ist eigentlich zu klein. Wir müssten eigentlich die Grundstücke noch kaufen, aber es ist halt gerade geldtechnisch besser geworden, aber wir müssen uns da jetzt nicht drauf ausruhen. So, was wir brauchen. Wir wollen jetzt Werkzeuge selber herstellen. Also brauchen wir jetzt mal eine Eisenschmelze. Die können wir auch hier oben hinsetzen. Oder hier hin. Weil da oben bauen wir ja Häuser hin. Brauchen wir jetzt erstmal die Eisenschmelze. Und das könnten wir auch ein bisschen ausbauen, weil die Leute trainieren ja da und so, glaube ich. Dann könnten wir eigentlich wirklich mal hier noch was hinstellen. So. Eine Fahne drauf, das ist auch wichtig. So, dann könnt ihr da trainieren. Toll, oder? Ja, immerhin haben wir einen Wehrturm. Krass, also Brotproduktion, das geht alles so viel besser als vorher. Das ist krass. Schon fast vielleicht auch. Guck mal, da gehen die Bären ja sogar weg. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das war doch vorher nicht so, oder? Also können wir locker noch mehr Sammler hinbauen wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt gerade keine Leute über. Wir müssten hier oben eigentlich auch einen Kornspeicher machen. Aber noch zieht hier keiner hin. Noch zieht da keiner hin. Pass auf, ich mach mal den einen Holzfäller weg. Wir sind siegreich. Sehr gut. Die Angelegenheit scheint nicht vorüber. Hier, behaltet meine Truppen weiterhin. Guck mal, wie stolz! Weg blockiert. Wo denn? Welcher Weg denn? Acht arbeitslose Dorfbewohner? Wie soll das denn sein? Achso, warte mal, es sind
Oh, nochmal zwei neue. Sekunde. Machen wir erstmal einen neuen Holzfäller hier. Dahin. Dann brauchen wir, brauchen wir noch ein Sägewerk? Eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Goldschmelze, Glashütte, Schneiderei, Weberei, Schmiede, da ist sie. So, und die Schmiede kommt auch hin, würde ich sagen. Das passt nicht so toll da am Hang. Jetzt muss die Schmiede halt hier oben hin. Oder hier hin. Da müssen wir immer hier hoch auf den Berg rennen. Super. Aber guck mal, man kann auch alles an Hänge stellen. Das ist schon cool. Jetzt machen wir es einfach so. 200, na toll. Siehst du, schon wieder so eine Pleite. Holzfäller gebaut. Achso, noch alle drei. Wir hatten ja, die waren ja nicht gekündigt. Dann können sie jetzt da nämlich Bäume fällen. Aber da jetzt alles zu klein wäre blöd. Aber das war auch blöd, ne? Das da zu nehmen. Auch nur zwei. Aber wir sehen, es ist auch sehr knapp. Jetzt sparen wir noch einmal, damit wir den Werkzeug oder den Schmied bauen können. Dann ist das nämlich erledigt. Aber jetzt gerade nicht, ne? Natürlich. Ah, da werden die ersten Häuser gebaut. Ja, da müssen wir jetzt auch mal warten. Nee. Ein neuer Bewohner. Zack. Das ist noch mehr Holzfäller. Ja, genau. Geht alles fällen. Jeder Baum ist wichtig. Jeder Baum muss gefällt werden. Wer sind die da? Ach so. Das sind die Baumeister, glaube ich. Ich hoffe, unsere Soldaten kommen siegreich zurück. So, lassen die Leute erstmal ihre Häuser bauen. Dann können wir immer noch einen Kornspeicher hin tun. Aber da werden ja nicht so viele wohnen, also wird das ja wohl nicht so. Wie viele habe ich denn? Einen, zwei. Fischbrot, Bärenweizen, Bärenbrot, Fischmehl. Brot, 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 Brot. Aha. Das sind die Minenarbeiter. Warum haben die mal alle weiße Mützen auf? Zu sehen, ob die auch wirklich gearbeitet haben. So, weißt du, so schmuddelige Mützen. Aha, du hast gearbeitet. Sehr gut. Zack. Dann haben wir jetzt die Schmiede. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt eigentlich theoretisch. Da sind 10 Werkzeuge da. Und der braucht 20 Werkzeuge. Gut, dann warten wir erstmal, bis es da ist. Hier machen wir erstmal nur die Schmiede fertig. Da sollen sie jetzt bauen. Damit das Ding durch ist. Alter, guck mal, Holz. Ah gut, ja, ich habe ja sowieso gesagt, die sollen aufhören. Guck mal hier, sieht doch schon viel leerer aus. Gut, dann können wir jetzt noch hier unten ein bisschen fällen. Und, Scheiß drauf. Dann legen wir jetzt mal los. Wir brauchen jetzt nochmal Holz, bevor wir Mangel bekommen oder schon haben. Damit das wieder richtig reinrutscht hier alles. Wunderschön. Zwei Schmelzer. Okay, jetzt müssen wir nochmal warten. Eisenschmelze gebaut. Zwei Bewohner, sehr gut. Schmelze rein da. Oh, wir haben gar keine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Köhler, ne? Köhlersjungen. So. Die Köhler kommen. Komm, wir tun die, den Holzfäller gleich hier unten hin. Und dann direkt nehmen den Köhler. Eigentlich muss der Köhler in den Wald. Ja?
hier so hin. Und der eine Holzfäller auch. So, 100 kostet schon wieder. Cool, dann machen sie so coole Wege durch den Wald. Kostet wieder 10 Werkzeuge. Rohmaterialien fehlen. Ja, ja, genau. Köhlers jungen Zeug. Oh, die Holzfäller legen los. Man hört sie nur arbeiten im Wald. Guck mal, Bären 130 wird immer besser. Wir müssen beim nächsten Monat unbedingt befördern. Oh, geht sogar. Ein Tag, aber wir haben halt nicht die Moneten. So, ich hoffe, wenn die Truppen wiederkommen vom Krieg, kriegen wir nochmal einen schönen Schub Kohle. Hoch, Dorfbewohner. Dorfkirche gebaut, sehr schön. Das macht die oben natürlich noch glücklicher. So, jetzt würde ich mal gerne wissen, wer wohnt hier? Aldemar und Gravil, wo ist denn Aldemar? Wo arbeitet der denn? Ach, der ist Holzfäller. Deswegen arbeitet er. Und der ist auch Holzfäller. Und Riffert ist auch Holzfäller. Aber die Minenleute arbeiten noch nicht hier. Das ist natürlich komisch. Aber vielleicht sind es... Ach, das sind Leute, die haben wahrscheinlich noch gar kein Haus. Aber es funktioniert, seht ihr? Die Holzfäller haben ihren neuen Arbeitsplatz gefunden. Faszinierend. Faszinierend. Alles aufforsten hier, alles aufforsten. Nochmal 4 Bewohner, geil. Ah, jetzt geht's sehr gut. Schmiede hat alles, muss nur noch Flordelisia. Ah, ist halt immer noch sehr wankelmütig bei unserem Einkommen. Aber Holz steigt, das gut. Dann können wir jetzt Kohle machen. Faszinierend, ne? Wie die auf die Idee gekommen sind, halt Holzkohle zu fabrizieren. Meine Güte. Es ist schon ziemlich cool, wie die Menschen auf irgendwas gekommen sind. Ist eigentlich schon einer gegangen bei uns? Nee, ne? Wie viel haben wir denn da schon? 62, ja. So, das wird gebaut. Er muss ja nur noch gehauen werden. Immer noch 7 Arbeitslose. Dorfbewohner. Sehr schön, sehr schön. Ed Löft. Sehr schön. Okay, Leute, da muss ich jetzt leider mal hier aufhören. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, oder? Bei Foundation. Würde mich freuen. Und bis dahin, wie immer. Haut rein, Leute.